willkommen zu Teil 2 des modernen Aufwärmtrainings. Im ersten Teil hatten wir die Massagerolle genommen und im zweiten Teil habe ich ein paar Beispiele gezeigt für Gelenkmobilisierungsübungen. Was manche noch sehr gerne machen, ist, dass sie, nachdem sie sich die harten Muskeln etwas weicher massiert haben, dass sie dann ein Dehnprogramm durchführen. Das heißt, Stretching am besten, nachdem man die Muskeln massiert hat. Da meistens statisches Stretching oder andere Varianten, das ist eigentlich egal. Viele machen das gerne am Anfang, das ist kein Problem, weil man dann beweglicher ist für das Training. Stretching sollte später auf jeden Fall nach dem Training oder an einem anderen Tag zusätzlich durchgeführt werden. Nachdem die Muskulatur etwas weicher gemacht wurde, die Gelenke durchbewegt sind, dann bieten sich aktivierende Muskelübungen an. Da kann man auch Korrekturübungen einbauen für die Schwachstellen. Wer zum Beispiel einen runden Rücken hat, der kann die Schulterblätter aktivieren durch eine Übung, die sich Stick-Up nennt. Da steht man an der Wand, die Ellbogen und Hände berühren die Wand und die bleiben die ganze Zeit an der Wand mit dem Unterarm. Man nimmt die Hände hoch und langsam wieder runter. Wer keine Wand in der Nähe hat, kann das Ganze auch so durchführen. Oder Übungen, wo die Schulterblätter zusammengekniffen werden. Ansonsten bieten sich Übungen an für die Rumpfmuskulatur. Dazu würde ich die Videos angucken, die ich zum Thema Rumpfkraft oder bessere Übungen als Crunches gezeigt habe. Klassische Stützübungen vorwärts, seitlich. Kniebeugen sind immer sehr gut, ob es jetzt auf der Stelle ist, Ausfallschritt-Kniebeugen oder gehende Ausfallschritte, das spielt eigentlich keine Rolle. Ein paar Übungen für die Stützmuskulatur bzw. für die drückenden Oberkörpermuskeln. Beispiele: Liegestütze. Wer sehr gut in Liegestützen ist, der macht normale Liegestütze. Wer da noch nicht so kräftig ist, der macht eine einfache Variante, wo er gut 10 Wiederholungen wenigstens schafft, zum Beispiel die Knie hinten. Für die Oberkörperrückseite kann man anstatt der Übung Stick-Up auch zum Beispiel das Lattdrücken machen, in Bodenlage ein paar Wiederholungen, hier den gestreckten Oberkörper hochdrücken und die Gesichtsmuskulatur, gerade nach dem langen Sitzen, sollte auch ein bisschen aktiviert sein. Dazu kann man zum Beispiel die klassische Übung Schulterbrücke machen oder Becken heben, Bauch und Po anspannen, die Fersen den Boden drücken, das Becken anheben, kurz halten oder das Ganze auf einem Bein. Ansonsten für die Rumpfmuskulatur, die Gesäßmuskulatur, um die vorzuaktivieren, bietet sich die Übung an, der fliegende Hund. Im Vierfüßlerstand einmal strecken, den Arm strecken, 5 bis 10 Sekunden halten, langsam wieder zusammenführen, ohne dass sich hier der Rücken bewegt. Also nicht ins Hohlkreuz gehen, einen runden Rücken machen, sondern Arm und Bein strecken, langsam zusammenführen, strecken, 5 bis 10 Sekunden halten, wieder zusammenführen. Ansonsten noch für die Oberschenkel bzw. für die Gesäßmuskulatur, um die ein bisschen vorzuaktivieren, gibt es die schöne Übung Hundepinkeln oder der Feuerhydrant genannt. Seitlich das Bein anheben, man kann das Knie nach vorne bewegen oder auch nach hinten. Im Prinzip die ganzen Übungen, die wir aus den guten alten Thibaut-Videos von Billy Blanks kennen. Das einfach mal ausprobieren, das ist ein wesentlich effektiveres und besseres Aufwärmen und bereitet den Körper besser auf das Training vor, macht euch beweglicher und auch leistungsfähiger. Probiert's aus!